Hallo und herzlich willkommen. Kein Panzer, außerdem E100 und vielleicht Auf natürlich geht's! noch der Maus hat den Titel Deutscher Stahl so verdient wie der E100. Eingeschickt wurde das Replay von Valley98. Der ist sehr fleißig, schickt viele Replays und viele gute und dementsprechend kommt er natürlich häufiger dran als andere. Vielleicht nur zur Erklärung, bevor ich in den Kommentaren wieder lesen muss, warum wird mein Replay nicht genommen? Ich habe doch auch was geschickt. Ja, mein Gott, wer halt mehr schickt, hat halt auch mehr Aufmerksamkeit. Ist ganz einfach so. Und qualitativ schickt er immer sehr schöne. Und der E100 ist natürlich einfach ein deutsches Kulturgut in World of Tanks. Und wenn er dann noch Top-Tier ist, wie hier, dann ist zu erwarten, dass wir mit viel Schaden rechnen dürfen. Und weil ich auch immer so das Thema natürlich deutscher Stahl irgendwo Thema ist. Ich finde, hier habe ich da einen Grafikbug. Warum ist das hier so ganz viel Rauch? Schau mal, was da jetzt passiert. Bleibt das jetzt so? Naja, egal. Was ich sagen wollte, deutscher Stahl, die meisten, oder ich kriege einfach sehr viele Einsendungen mit deutschen Panzern. Das ist einfach so, das hat jetzt nicht so unbedingt mein Fetisch damit zu tun, dass ich sage, naja, also, wenn es deutsch ist, nehme ich es immer. Sondern hat einfach damit zu tun, dass ich wirklich, dass ihr eklatant mehr deutsche Panzer spielt wohl und auch einschickt als andere Nationen. Also von dem her kommt es daher. Also da braucht ihr nicht wundern, dass vielleicht auf meinem Kanal mehr Deutsch in Relation steht als Russen oder Franzosen oder was weiß ich. Gut, der Bulldog hat ja gleich zweimal Bekanntschaft mit dem E100 bzw. der Kanone gemacht. Da war er irgendwo, weiß auch nicht, was ihn da getrieben hat, da so weit vorne zu stehen. Übrigens eine sehr coole Map mit dem Panzer, die mag ich sehr gern. Weil man einfach schön auf den Gegner drauf fahren kann. Hier ein toller Hit gerade auf den E75. Dass er da den überhaupt noch trifft. Wobei natürlich mit 334 Durchschlag ist es weniger ein Problem, als mit 235 da zu durchschlagen zumindest. So, was haben wir denn da noch Schönes? Ein IS-4, der bekommt auch gleich nochmal eine. Und eine Sache, das ist ganz wichtig, egal wie viel Premium er schießen mag, am Ende geht er mit Plus nach Hause. Nur mal gleich vorweg gesagt. So, da ist noch ein E100. Genau, schön seitlich in den Turm. Der E75 lurkt jetzt raus, nimmt den WZ da ein bisschen von seinem HP-Pool weg. Ah, 2 zu 5 schon für den Gegner. Lustigweise, die Achter leben noch alle. Nee, doch, der AMX 50 Sekunden wurde auch da schon geholt. So, der IS-4 stellt sich da gar nicht clever an. Weiß nicht, was der da jetzt vorhatte. Der E-75 guckt jetzt auch nochmal. So, und jetzt nimmt er auch den WZ raus. Also der WZ hat die... 3 zu 8 schon. Das ist unangenehm. So, nun auf den E-75 wohl. Ja, der dürft, genau. Easy peasy. Und ehrlicherweise, bei dem Spielstand zumindest, würde ich jetzt auch versuchen, weiter viel Premium zu schießen, um auch möglichst jeden Schuss, den ich mache, dass der auch möglichst sitzt. 4 zu 9 schon. So, jetzt seitlich den E-5 in den Helm geschossen. Damit ist er im One-Shot-Bereich. Er muss nur noch warten, bis er nachgeladen hat. Jetzt fahrt er wieder vorne durch. Ne, da kriegt er keinen Schuss mehr drauf. So, aber auf den vielleicht. FV, der macht natürlich unglaublich viel Schaden. Also da muss man echt aufpassen. 4 zu 10 schon. 5 zu 10. Nimm's zurück. So, jetzt dürfte er wieder zu sein. Jetzt wahrscheinlich probiert er das nochmal mit dem FV. Ne, der ist weg. Er ist offen. Von was ist er denn offen, wenn der FV da weg ist? Ah, der ES-8 könnte ihn... Der ist, glaube ich, in seinen 50-Meter-Radius reingefahren. Aber Badshot hat sich da um den ES-8 gekümmert. Ah, ich glaube... Ja, da war der FV. Das war zu erwarten. 1200 Schaden vom FV. Der schmerzt natürlich extrem.
Und er prallt jetzt hier auch noch ab. Doppelt ärgerlich. Jetzt kommt der V nach, will ihm seines Zeichens hier nochmal eine geben. So, jetzt pinkt er wohl den E25 an, dass er hier Unterstützung bräuchte. So, jetzt kommt er. Jetzt wird er hier so ein bisschen gerusht. Hat auch noch einen E5 neben sich. Der hat ihn aber noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Jetzt kommt der E100 rum. Jetzt nimmt er den E5 raus. Der E100 prallt ab. Und jetzt hält die Batchet hinten auf den E100. Erster sitzt. So, und er nimmt den raus. Sehr schönes Zusammenspiel von der Badget und dem E100. Hat die Badget gut mitgedacht und mitgemacht. Nur noch 9 zu 11. Gold Noobs. Naja, wie gesagt, der lag vorne. Würde ich auch machen. Außerdem ist es Premium Noob, wenn dann. Wenn Noob. Ich habe nämlich noch nie die Munition für Gold gekauft. Noch nie. So, der FV ist jetzt abgeprallt und dementsprechend hat er jetzt hier noch den nächsten Schuss auf seiner Seite. Weil er lädt dann doch noch schneller nach, auch wenn es auch noch immer lang ist, wie lange er braucht. Und jetzt nimmt er ihn raus und bekommt von hinten noch Besuch vom Panther 2 und Centurion. 5 Kills hat er schon. Da ist das Objekt. Objekt auch prallt an ihm ab. Und er nicht am Objekt. Macht er kurz einen Prozess, weg damit. So, die Isu. Die sind jetzt alle dankbar. Also er hat seinen Krieger jetzt schon mal klar gemacht. Das ist auf jeden Fall verdient. Und auch hier, der Kill war gut, war aber auch leicht, muss man gestehen. Jetzt braucht er noch einen, dann hat er die Radley Walters. Wow, fetter Hit vom Rheinmetall. Der hat richtig was gekostet. Seinen automatischen Feuerlöscher ist er auch direkt los. Er lädt hier direkt HE, das ist clever. Oben auf dem Deckel, ja. Und er nimmt den raus, macht seine Radley Walters klar. Sehr schön. Auch, dass er ja HI geschossen hat. Manche verplanen das immer noch ganz gern. Und jetzt nur noch der Panther 2. Aber da haben sie das Game gut gedreht. Das muss man wirklich mal ganz klar sagen. Und auch der FV schreibt, also, naja, good job. Und dann sagt, shut the fuck up, Gold Noob. Also der E100 kann es immer noch nicht ganz verkraften, dass er hier zerstört worden ist. Naja, also 9000 Damage gemacht, knapp 3000 abgeblockt, hat das Game hier gedreht und ist mit 408 Credits noch nach Hause gegangen. Besser geht's nicht. Schöne Runde, E100 ist einfach ein Monster. Deutscher Stahl ist überall, Panzerung und Kanone. Ja, ich find's geil. E100 gibt einen ganz klaren Daumen nach oben. Und wenn ihr die Runde auch gut fandet, Daumen nach oben oder Kommentar. Immer gerne Abo auch natürlich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaraz.